Ja, dann hallo und herzlich willkommen zum Mindtest. Genau, ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet. Moment, ich muss nur meinen Bildschirm teilen. Das dürfte der sein, hoffe ich. Genau, ich hoffe, ihr seht das jetzt richtig. Genau, ja, das sollte jetzt soweit passen. Ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet zu dem Talk für meinen Test und möchte ganz kurz auf auf den Inhalt eingehen. Zunächst einmal möchte ich mit euch über mich ganz kurz sprechen, wer ich eigentlich bin. Dann über das Projekt, was Sandro, Merb und ich jeden Montag betreiben. Dazu kommt, was meinen Test überhaupt ist, erst einmal. Ein paar Beispiele für kreatives Bauen aus der Mindtest-Welt, aus unseren Projekten, aber auch von einem anderen Server, den ich sehr zu schätzen weiß. Wie man Mindtest installiert, was eigentlich an sich nicht schwer ist, wie es funktioniert, also wie man es benutzt. Was Coding DaVinci Ost und Mindtest, also dass wir einen Mindtest-Server bereitstellen und wie man da drauf kommt. Kommen wir erstmal zu dem Punkt, wer bin ich eigentlich? Mich wurde bereits vorgestellt, mein Name ist Marcel Hoffmann. Ich arbeite seit geraumer Zeit in offenen Kinder- und Jugendarbeit hier in Dresden und mache unter anderem Projekte in Schulen, aber halt auch Aus- und Weiterbildung für Erwachsene. Mindtest for Kids ist ein offenes Kinder- und Jugendprojekt hier in Dresden, was seit vielen Jahren läuft. Kinder und Jugendliche können ohne sich vorher anzumelden, bei uns vorbeikommen und mit uns zusammen Mindtest spielen. Das Ganze läuft jeden Schulmontag von 14 bis 19 Uhr. Wir spielen zusammen auf verschiedenen Welten, unter anderem einer Kreativwelt, einer Überlebenswelt, Survivalwelt. Und in Mindtest gibt es noch sogenannte Games, was ein bisschen das Spielgeschehen auch nochmal ändert. Auch sowas machen wir manchmal als kleines Special. Genau, und euch kurz ein paar kleine Eindrücke zu geben. Wir streamen unsere Aktivitäten auf Twitch. So sieht dann zum Beispiel ein Livestream aus. Das ist jetzt nicht vergleichbar mit anderen Streamern. Wir tun das mehr, um Kindern und Jugendlichen zu zeigen, wie man so etwas denn überhaupt machen könnte. Und bewegen uns dann in solchen digitalen Räumen. Mit ein paar Anpassungen kann Mindtest dann auch sehr, sehr hübsch aussehen. Und natürlich spielen wir nicht nur zusammen, sondern wir reden auch ganz, ganz viel miteinander, nehmen uns Zeit und snacken und essen. Und wenn mal jemand nicht analog dabei sein kann, schalten wir ihn halt über einen Monitor und eine Webcam dazu. Was ist Mindtest selbst? Mindtest ist halt ein Open Source, ist erstmal eine Open Source Game Engine, womit man ganz, ganz viele Dinge tun kann. Man kann Spiele daraus entwickeln, man kann Mods aufbauen und man kann damit auch auf dem Multiplayer-Server spielen. Es ist halt frei und Open Source, damit fallen halt keine Lizenzkosten an, was häufig bei Minecraft zum Beispiel der Fall ist. Es ist ein Minecraft-Klon, wird als solches halt auch gerne als solches bezeichnet. Es ist ein Sandbox-Spiel, das heißt, den Inhalt bestimmt größtenteils der Spieler oder die Spielerin selbst. Und es lässt sich halt wunderbar erweitern durch Mods und anpassen bzw. individualisieren mit Texture Packs. Abgesehen davon ist es halt sehr ressourcensparsam, da es halt auf C++-Basis programmiert wurde und nicht wie Minecraft auf Java. Kommen wir zum Thema Mods. Sandro wird heute zu einem späteren Zeitpunkt noch kurz etwas über Modding erzählen und Scripting. Hier nur kurz ein paar kleine Einblicke. Mods können halt das Gameplay verändern oder Dinge zum Gameplay hinzufügen. Zum Beispiel kann man mehr Blöcke hinzufügen. Es gibt total unterschiedliche Mods, aber das ist zum Beispiel mal eine Mod, die heißt More Blocks. Dann gibt es zum Beispiel auch Mods, die fügen einfach nur Items hinzu. Das sind Dinge, die man vielleicht nicht immer gleich bauen kann oder die man nicht in der Hand halten oder die man jetzt nicht platzieren kann, aber die man zum Beispiel zum Crafting braucht, also zum Herstellen, um zum Beispiel weitere Produkte herzustellen.
Und es gibt Rezepte für das Ganze. Und damit man diese Rezepte nicht jedes Mal wild ausprobieren muss, gibt es beispielsweise eine Mod, die heißt Crafting Guide, die einem erklärt, wie man etwas herstellen kann. Dazu gibt es aber auch Mods, die das Gameplay ändern, wie zum Beispiel Stamina, die halt dazu führen, dass man halt Hunger hat oder dass man Durst hat oder. Es gibt da sehr, sehr viele unterschiedliche Mods, die man benutzen kann, je nachdem, was man gerade braucht oder haben möchte. Und zum Schluss gibt es noch die Umwelt. Es gibt Mods, die jetzt Climate ist hinzugefügt als Beispiel, die halt Wettereffekte mit reinbringen. Beispielsweise Regen, Schnee, Klimazonen. Es gibt aber auch Mods, die beispielsweise einfach den Himmel anders darstellen. Oder. Auch da gibt es ein großes Repertoire an Möglichkeiten. Texture Packs, wie bereits erwähnt, ändern halt ein bisschen das Aussehen und damit halt die Texturen von Dingen, wie zum Beispiel von Blöcken, von Items. Mobs ist nicht so ganz richtig, passt aber im Prinzip auch. Es sind meistens 3D-Modelle. Und das kann dann unter anderem halt so aussehen, was halt ein Texture Pack ist, das heißt Hand-Painted Pack, womit das alles ein kleines bisschen hübscher aussieht und nicht so pixelig. Das hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil bei den Texture Packs ist halt, dass oftmals viele Mods nicht direkt unterstützt werden und man dann trotzdem in der Welt Dinge hat, die ein bisschen pixeliger aussehen. Nun zum eigentlichen Inhalt, nämlich dem kreativen Bauen. Das kreative Bauen ist eigentlich immer eurer eigenen Fantasie überlassen. Bei der Vorbereitung zu diesem Vortrag haben wir uns mit den Orga-Leuten von Coding Da Vinci auseinandergesetzt und uns gefragt, ja, was können wir denn dazu beitragen? Und wir kamen auf den Gedanken, okay, viele Daten, die zur Verfügung stehen, sind zum Beispiel auch Bilder von Dingen, wie zum Beispiel einer Fabrik oder so. Und das könnte man beispielsweise in Mindtest nachbauen. Wir haben beispielsweise in unserer Mindtest-Welt ein größeres Lagerhaus und eine hübsche Farm gebaut, was dann so aussieht. Genauso haben wir in einem anderen Projekt, da ging es um Kinder- und Jugendbeteiligung hier in Dresden und um Freiflächen. Da hat die Stadt sozusagen Kinder und Jugendliche gefragt, hey, was wünscht ihr euch denn? Was können wir bauen, was euch gefällt? Da haben Kinder und Jugendliche dann beispielsweise so ein Fußballfeld einfach gebaut. Einfach so gut es umzusetzen war in Mindtest. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel eine Art von Bibliothek oder eine klassischere. Genauso gibt es aber auch andere Mindtest-Server, beispielsweise Iluna, die eher in der Gaming-Szene unterwegs sind, aber trotzdem ganz, ganz, ganz tolle Dinge hervorgebracht haben. Zum Beispiel halt solche hübschen Türme. Oder, wenn man es etwas witziger mag, einen Schneemann. Genau. Mindtest basiert auf Privilegien, also das Rechtemanagement, also die Rechteverwaltung von Spielerinnen und Spielern. Da gibt es einige Beispiele, die ich gerne erwähnen möchte. Ein Beispiel ist zum Beispiel das Fly-Privileg, also das Fliegen. Bei dem Mindtest-Server, den wir für Coding Da Vinci zur Verfügung stellen, dürfen alle fliegen. Es gibt das Creative-Privileg, womit man halt Zugriff auf alle Blöcke hat. Und es gibt zum Beispiel auch Teleport, dass man sich zum Beispiel an einem Punkt teleportieren kann. Es gibt noch weitere Rechte, aber das sind so, wie ich finde, mit die wichtigsten. Mindtest selbst kann man halt auf der entsprechenden Webseite herunterladen, mindtest.net und dann halt Downloads. Das gibt es für alle möglichen Betriebssysteme. Für Windows gibt es bereits das fertig gepackt, das muss man nur einpacken, dann geht man in den Ordner rein, in den Bin-Ordner und startet die Mindtest-Exe. Und das war es im Prinzip schon. Bei anderen Betriebssystemen muss man halt entsprechend verfahren, wie es auf der Webseite halt dann auch steht. Ansonsten ist die Steuerung von Mindtest eigentlich auch relativ simpel, auch wenn das jetzt gerade vielleicht etwas komplizierter aussehen mag. Die Bewegung erfolgt mit WASD. W vorwärts, A nach links, D nach rechts, S zurück. Mit einer Mausbewegung könnt ihr euch umschauen. Mit einem rechten Mausklick setzt ihr Blöcke. Linke Maustaste etwas länger gedrückt halten, baut ihr Blöcke ab. Und ansonsten gibt es noch weitere Funktionen, wie beispielsweise das Inventar, das mit I aufgeht.
Da könnt ihr euch dann die Blöcke herausnehmen, weil wir ja im Kreativmodus spielen. Und diese Blöcke dann auch entsprechend platzieren. Ihr könnt auch Screenshots machen im Spiel und so weiter. Das könnt ihr euch alles noch in Ruhe anschauen. Dann haben wir, wie ich bereits erwähnt habe, einen Mindtest-Server aufgesetzt für das Coding DaVinci für die nächsten, ich glaube, 6 Wochen sind das gerade. Den erreicht ihr über unsere Adresse. Da, also wenn ihr Mindtest geöffnet habt, seht ihr dann so ein Feld, Beispiel beitreten, und dort tragt ihr die Adresse ein, mindtestforkids.net. Dann den Port, das ist die 30.000. Unten tragt ihr bitte noch euren Spielerinnennamen ein, wie ihr euch nennen wollt, und ein Passwort, womit ihr euren Namen schützt. Dieses Passwort solltet ihr euch möglichst gut merken können. Ansonsten wird dieser Server die nächsten 6 Wochen durchgehend laufen, bis auf vielleicht eine Viertelstunde, wo mal kurz Backups gemacht werden. Zu diesem Server folgt ebenso noch ein kleiner einen Map-Server, den wir zur Verfügung stellen. Der sieht dann so aus. Genau. Ansonsten bieten wir auch ein kleines bisschen Support an. Einmal über die E-Mail-Adresse codingdavinci@mindestforkids.net. Wir haben einen Matrix-Raum, worüber ihr uns erreichen könnt. Der Link hier führt euch zu dem Matrix-Space. Da findet ihr verschiedene Räume. In den Räumen sitzen wir und warten darauf, dass ihr, wenn ihr Fragen haben solltet. Ansonsten sind wir auf Mastodon vertreten und über die Webseite könnt ihr euch natürlich noch weiter über uns informieren. Soweit erstmal zu dem groben Inhaltlichen. Damit komme ich zu Mindtest selbst. Einen ganz kleinen Moment, ich muss umschalten. So, damit solltet ihr jetzt mein Mindtest-Fenster sehen. Wie gesagt, wenn ihr Mindtest das erstmal startet, landet ihr hier. Wenn ihr aufs Spiel beitreten klickt, könnt ihr hier die Adresse eingeben, hier den Port, einen Benutzername, in meinem Fall ist das gerade NAC, NAC, und ein Passwort. Beim ersten Login werdet ihr noch einmal aufgefordert. Und ansonsten wird der erste Login immer etwas dauern. Das geht bei mir gerade etwas schneller, weil ich mich bereits einmal eingeloggt habe. Und nach einer kurzen Zeit landet ihr im Spiel und ihr könnt euch anmelden und darin sozusagen spielen. Das ist sozusagen die für uns vorbereitete Mindtest-Welt. Sie ist jetzt noch nichts Besonderes. Sind auch der Meinung, dass weniger mehr ist, weshalb wir uns dafür entschieden haben, hey, lass das einfach etwas entspannter machen und nicht ganz so viele Elemente mit hineinnehmen. Genau. Und ansonsten habt ihr hier, wenn ihr auf i klickt, kriegt ihr das Inventar. Dort bekommt ihr verschiedene Suchmuster. Könnt nach Blöcken suchen, zum Beispiel nach Stone, und erhaltet dann verschiedene Steinblöcke, die ihr dann setzen könnt und auch wieder abbauen könnt. Genau, fliegen könnt ihr, wenn ihr einmal die Taste K drückt, dann habt ihr den Flugmodus aktiviert. Mit Leertaste könnt ihr runter, mit Shift kommt ihr runter. Mit Leertaste hoch und mit Shift runter. Genau, fast mit Y aktiviert, kommt ihr etwas schneller durch die Gegend. Wenn ihr es ausschaltet, seid ihr langsamer. Genau, damit bin ich jetzt im Prinzip schon gerade am Ende von meinem Input. Und würde mit allen gerne, die es möchten, das Mindtest herunterladen, gegebenenfalls auch installieren, sofern notwendig, und anfangen, mit euch hier zu spielen und Dinge nachzubauen, wenn ihr das denn gerne möchtet. Oh, ja, zu dem Mindtest-Server, einen kleinen Moment.
Wir haben einen kleinen Blogbeitrag noch dazu vorbereitet, wo alle Informationen nochmal draufstehen. Den habe ich euch gerade in den Chat reingehauen. Dort findet ihr auch nochmal die Adresse.